Nie mehr wieder Kalorien zählen. Mit diesem einen Trick baue alle deine Mahlzeiten folgendermaßen auf. Wenn das dein Teller ist, dann hab die Hälfte deines Tellers Salat, Gemüse, Ballaststoffe auf dem Teller. Dazu kommt dann eine Portion Eiweiß und eine Portion gesunde Fette. Wenn du möchtest, kannst du wahlweise noch gute langkettige Kohlenhydrate hinzufügen. Wie zum Beispiel Süßkartoffeln, Hülsenfrüchte, Quinoa, stärkehaltiges Gemüse und die dann eher ans Ende der Mahlzeit setzen. Wenn du nach dieser Faustformel gehst und davon 2 bis 3 Mahlzeiten am Tag isst, ohne Snacks dazwischen, dann kannst du eigentlich gar nichts falsch machen und du musst auch keine Kalorien zählen. Du wirst deine Zuckersucht besiegen, die Blutzuckerachterbahn endlich verlassen können, also keinen Heißhunger mehr haben und langsam wieder zum intuitiven Essen kommen. Bedeutet, dein Körper merkt, wenn er satt ist und du musst auch nicht weiter essen. Weil sind wir mal ehrlich, von Brokkoli und Avocado hat sich noch kein Mensch überfressen. Wenn du mehr Tipps haben möchtest, wie du endlich erfolgreich abnehmen kannst, dann schreibe mir abnehmen in die Kommentare.